Ja, eigentlich wollte ich jetzt ja das neue Ressource-Pack für die 1.20.2 vorstellen. Und dann bin ich im Item-Museum gelandet. Und wenn ich im Item-Museum bin, spiele ich danach ja immer eine Woche lang Vanilla. Ja, also kein neues Ressource-Pack, aber Shader. Ja, zuletzt war der Granitblock fertig im Item-Museum. Und ich habe jetzt hier die Glaswege schon mal fortgeführt. Ich sehe gerade, ich habe die Zäune vergessen. Ja. Und dann habe ich hier mal einen Granitblock hingestellt. Ach Quatsch, Dioritblock. Denn der soll ja dann als nächstes hier hin gebaut werden in das Item-Museum. In der 13. Folge von DagiLPSLBH hat Dagi mal hier sein erstes Lager begonnen. Und zwar sieht das so aus. Er hat alle Steine aufgesammelt, weil er am Anfang ja auch laut die Ressourcen braucht. Ich nicht. Und dann, das gefällt mir nicht ganz gut, dass er hier, hier die Strebe etwas ein tiefer ist als hier. Das ist nicht ganz so vorteilhaft, ist, dass er über den Drohnen, damit die noch aufgehen, immer extra zwei Löcher hat reinhauen müssen. Bei den Krusty Lou Studios wollte ich jetzt hier Richtung Gebäude 9 gehen und habe deswegen erstmal hier diesen Wolleweg fertig gemacht, damit dann hier auch Gebäude 9 hinterher anschließen kann. Die Burg. Ja, da hatte ich ja eigentlich hier vor, das Spitzdach weiterzumachen, aber ich weiß gar nicht mehr, wo hatte ich denn letztes Mal den Schiefer dafür hingestellt, um beim Spitzdach weiterzumachen. Hat kein Schiefer mehr. Also musste ich neuen Schiefer farmen und habe mir jetzt erstmal hier eine Truhe, also die werde ich wohl nächstes Mal wiederfinden. Ich habe mir hier jetzt einfach mal eine Truhe hingestellt, dass ich nächstes Mal auf jeden Fall Schiefer habe und dann oben beim Spitzdach weitermachen kann. Ja, dank der Dingensier-Farm letztens, dank der Ertrunkenen-Farm, konnte ich im Lager 2 endlich auch einen Dreizack ausstellen und konnte mit leichteren Sachen weitermachen. Der nächste, oder das nächste Item war getrockneter Seetang. Davon hatte ich schon was. Ich habe ja hier die Sachen in der Truhe, die noch keine Plätze im Lager 2 haben. Ja, und auch wenn nicht, ich hätte mir einfach hier Seetang rausnehmen können und einmal kurz in den Ofen stecken. Dann hätte ich auch getrockneten Seetang. Aber jetzt habe ich außerdem alle neun Blöcke der 1.13 im Lager 2 inventarisiert. Und das heißt, ich kann nächstes Mal mit den neuen Blöcken der 1.14 weitermachen. Was war denn? Also, ich lasse hier jetzt übrigens offen, auch wenn es regnet. Was war denn in der 1.14 nochmal? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also, die 1.13 war ja das Aquatic Update. Da kamen ja die ganzen Wassersachen dazu. Was war die 1.14? Das müsste ich dann nochmal recherchieren. Der Weg zur Mansion in Alt-Askalon geht weiter. Aber meine Steine sehen jetzt erstmal wieder aus. Und ich gehe hier anscheinend als nächstes über ein Soul Sand Valley. Ja, aber das war's für heute. Ich habe trotzdem eine Folge zu zeigen. Zuerst. Ich habe natürlich, als ich loslegte, war ich auch über so einem Lavasee und da kam immer so ein Gast, die von mir nicht abschießen lassen. Und statt dass der da wenigstens vernünftig in Angriff gegangen ist der einfach. Das ist ja jetzt schon der nächste Gast. Hat er sich einfach versteckt. Da wenigstens der lässt sich abschießen. Ja, ich habe hier die Kurve entdeckt. So, ich gehe lieber hier, wo es sicher ist. Ja, das heißt, ich bin hier an der maximalen Stelle angekommen. Also ich mache jetzt noch rund 2000 Blöcke in die Richtung. Naja, gehe hier mal zurück, um mal Steine zu holen. Achso, und ich wollte dir auch noch hier das neue Ressource-Pack jetzt präsentieren. Mein neues Ressource-Pack für die 1.20.2 ist Coven. Mit den Fabrics. Arcane-Shadern. In LBA 7. Ach, jetzt habe ich vergessen. Wie hieß die Folge doch gleich? Unser kleiner süßer Vorgarten. Da hat Dagi einen kleinen süßen Vorgarten gebaut. Und zwar hat er noch Zuckerrohr angepflanzt. Das konnte ich mir natürlich alles aus meinem Lager 2 holen. Er hat dann noch Karotten angepflanzt und beim letzten Mal hatte er ja schon Getreide und Melonen gepflanzt. Aber vor allem der Baufortschritt in dieser Folge ist die zweite Ebene von der Basis. Da konnte ich zum Glück Koppel aus meiner Mine verwenden. Allerdings hat er da oben leider jetzt gar nichts ausgeleuchtet. Ich habe einfach mal Fackeln auf den Boden gesetzt. Und er hat ein Fenster gemacht, weil er hier so eine tolle Aussicht aufs Meer hat. Gut, die Aussicht aufs Meer fehlt mir jetzt hier halt.
Ja, und er hat außerdem noch hier unten einen Boden gesetzt. Ich habe mal etwas mehr Abstand zum Kaminfeuer gemacht. Ich hatte da Angst mit dem Holzboden. Endlich geht's mal wieder beim Gefängnis weiter. Hier habe ich jetzt dem östlichen die östliche Ausmauer gemacht. Ihr seht, es fehlen hier allerdings noch die Zinnen, die da ja schon drauf sind. Ja, hier kann ich dann auch mit Erde demnächst aufschütten. Ich habe einfach mal alle Erde, die ich zufällig noch im Inventar hatte, einfach mal dahin gemacht. Und ist mir aufgefallen, dass es in dem Wehrtunnel so dunkel war. Ja, da habe ich deswegen mal ein bisschen ausgeleuchtet, habe mir dafür Glowstones aus der Hexenfarm in Ascalon geholt. Und ja, wie das immer so ist, mir fehlt am Ende genau ein Glowstone. Naja, ja. Vom Springfield Gefängnis geht es direkt weiter hier zum Haus der Simpsons. Es regnet, gehen wir mal schnell rein und machen die Tür zu. Ja, und zwar habe ich hier das Badezimmer im Obergeschoss fertig gemacht. Es gibt ein Klo, ein Waschbecken und die Dusche mit dem berühmten Melonen-Duschvorhang. Ja, und in der Badewanne kann ich auch das Wasser ein- und ausschalten. Ja, sehr praktisch. Da. Achso, hier ist sogar noch ein kleines Gälchen. Und als nächstes nach dem Badezimmer... Und als nächstes nach dem Badezimmer kommt hier noch ein kleiner Abstellraum rein. Über die Garage. Ja, da fehlen allerdings noch Wände, Boden, Decke, alles mögliche. Deswegen regnet es hier gerade leider noch rein.